Willkommen zurück zu Kräuterblütenliebe. Vor uns seht ihr unsere wundervolle Pfefferminze, die Pflanze des ewigen Glücks. Sie wird auch Menta genannt und tauchte erstmalig im Jahre 200 nach Christus in Japan und in China auf. Laut der Mythologie verliebte sich Hades, der Gott der Unterwelt, in die Nymphe Minte. Ja, als seine Gattin Persephone davon erfuhr, war sie nicht wirklich entzückt und verwandelte Minte voller Eifersucht in eine speziell duftende Pflanze, die Pfefferminze. Bereits in der Antike wurde sie zum Schutz vor Hexen und Krankheiten eingesetzt. Sie war außerdem Symbol der leidenschaftlichen Liebe. Im Jahre 1696 entdeckte sie der englische Biologe John Ray und gab ihr den Namen Peppermint. Bis heute findet die Pfefferminze bei zahlreichen Beschwerden ihre Anwendung. Der Tee ist wohl der bekannteste Tee bei Magen- und Darmbeschwerden, Völlegefühl, Erkältungsbeschwerden oder Spannungskopfschmerzen. Er wirkt beruhigend bei Schlafstörungen und krampflösend bei einem Reizdarm. Verantwortlich für die heilende Wirkung ist das ätherische Öl Menthol, welches sich in den sogenannten Duftschuppen unter den Blättern befindet. Die Pfefferminze wird auch als Badezusatz zur Entspannung genutzt oder zum Inhalieren für ein freies Atmen. Schon gewusst? Es gibt ca. 30 verschiedene Minzarten. Pflanzt man im Garten mehrere Sorten Minze, entstehen sogar neue Kreuzungen. Und achtet auf den 24. Juni, den Johannistag. Entdeckt ihr an diesem Tag eine blühende Minze, so verheißt sie euch ewiges Glück und einen starken Geist. Habt noch einen tollen Tag. Bye bye.